I remember now. I remember this place. Rei Kurosawa ist eigentlich ein ganz normales Mädel. Doch in ihren Träumen besucht sie fortlaufend düstere Anwesen, an denen furchtbare Ereignisse passiert sind. Auf ihrer Suche knipst sie mit ihrer Kamera rätselhafte Hinweise, die sie dann im hauseigenen Fotolabor entwickelt. Doch zunächst einmal erforschen wir das düstere Anwesen mit unserer Taschenlampe. Ah! Was war das? Wo ist es hin? Ich habe keine Angst, hä? Denn mit meiner Kamera Obscura knipse ich euch Biester in den endgültigen Tod! Das nützliche Gerät lässt sich übrigens mit verschiedenen Linsen und Modifikationen ausrüsten. Besonders empfindlich sind die Monster kurz vor ihrer Attacke. Dann kommt der namensgebende Fatal Frame zum Zuge, der ihnen ein Höchstmaß an Energie abzieht. Und so gibt ihr auch den Bossensaurus. Dennoch ist Vorsicht geboten, die Biester saugen schnell eure Lebenskraft aus. Das ist besonders nervig, wenn mehrere Gegner euch zusetzen wollen. Also, nix wie raus hier! Eine der Neuerungen in Teil 3 sind verschiedene Hauptdarsteller, mit denen ihr die düsteren Gemäuer erforscht. Allerdings sind die spielbaren Egos nicht wählbar, sondern strikt vorgegeben. Von den Vorgängern übernommen wurde die durchweg beklemmende Atmosphäre, die an japanische Gruselklassiker wie The Ring oder The Grudge erinnert. Daneben fesselt der Titel mit einer vertrackten Geschichte und Details, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Naja, zumindest fast. Einfachere Rätsel wie hier lockern dann die Spannung etwas auf. Serienkenner freuen sich daneben über die Anspielungen auf die Vorgänger. Leider stören die teils verwirrenden Kamerawechsel ebenso wie lange Laufereien in der verschachtelten Architektur. Trotz gemächlichem Spieltempo fesselt Fatal Frame 3 dennoch vor dem Bildschirm.